Hallo, mein kleiner Sohn. Wie geht's dir heute? Heute ist mal wieder ein großer Tag, Nacho. Denn Papa geht auf die Jagd. Okay, Freunde, heutiges Outfit. Könnt ihr sehen? Ich habe heute kein Hemd an. Hab mir gedacht, Bruder, erstes Date, Hemd ist vorbei. Jetzt kannst du den wahren Mowgli rauslassen. Was aber trotzdem vielleicht ganz gut wäre, wenn ich wieder so ein kleines Mitbringsel mitnehme. Nicht so wie beim letzten Mal irgendwie so ein Gras haben, sondern diesmal irgendwie was. Ich weiß nicht, was man vielleicht auch gebrauchen könnte. WC-Wasserkastentabletten. Also es ist auf jeden Fall was Nützliches. Ja doch, das nehmen wir mit. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin auf der Quatsche drauf. Ich will euch gar nicht voll quatschen. Ich treffe mich heute wieder mit der allerechten Xenia. Eigentlich habe ich euch ja gesagt, es werden mehrere Frauen kommen, werden auch noch, also es werden noch Dates mit verschiedenen Frauen kommen, aber es hat sich irgendwie angeboten, dass ich heute ein zweites Date mache, weil das erste Date ja so gut lief, habt ihr wahrscheinlich alle gesehen. Ihr habt das Format sehr gefühlt, was mich natürlich sehr freut, Freunde. Ich bin sogar pünktlich, also ich bin gleich bei der Xenia, ich bin mal gespannt, ob sie schon da ist. Und Freunde, heute geht es natürlich, zweite Date, erste Date war kennenlernen, heute kann ich mein wahres Ich zum Vorschein bringen. Heute wird es sich auf jeden Fall um den Körperkontakt drehen, Freunde, also ich werde heute versuchen, der lieben Xenia etwas näher zu kommen. Ich habe mir vorhin schon überlegt, ob ich sie heute küssen soll. Das ist zu früh. Ich gucke einfach mal. Ich habe mir jetzt nichts vorgenommen. Ich bin auf jeden Fall sehr zuversichtlich, Freunde. Ich meine, ich habe ja ein Geschenk dabei. Okay, ganz kurz, Freunde. Ich bin noch nicht mit Xenia. Mir ist aber gerade ein meisterlicher Plan in die Sinne gekommen, okay? Meine erste Taktik wird sein, ich werde sie einfach am Anfang, wenn ich sie gleich begrüße. Ich meine, man begrüßt sich dann und umarmt sich ja so. Das machen normale Leute so. Und ich habe mir gedacht, ich werde sie jetzt einfach ganz fest und lange umarmen. Guten Tag. Du siehst heute wieder bezaubernd aus. Okay, Mowgli, du bist ins erste Fettnäpfchen getreten, jetzt musst du freestylen. Aber dein Outfit gefällt mir, ich mag deine Schuhe. Deine Handschuhe sind auch schön und deine Augen funkeln wie die Sterne in der Nacht. Perfekt. Gut, das geht schon mal komplett beschissen los. Bau zu und lernt. Wir müssen uns erstmal Hallo sagen. Hallo. Okay, guck zu und lernt. Du duftest wie eine Lilie am, wie geht's dir? Okay, tut mir leid. Falls es in eine sexuelle Belästigung geht, dann sagst du einfach Bescheid, okay? Ja, mach ich. Das ist das zweite Date, wir kommen uns heute näher. Okay. Du hast eine neue Folierung, oder? Ja. Maschallah. Mhm. Was ist da jetzt großartig anders? Davor war es rosa gewesen, also hell. Mhm. Und jetzt ist es dunkel. Ja, jetzt ist es pink. Aber ich weiß ja, ihr Jungs könnt ja immer nicht rosa vom Pink unterscheiden. Also ich sag dir ganz ehrlich, hättest du es mir nicht geschrieben, dass du dein Bike zum Folieren gibst, wäre es mir... Hat sie davor nicht auch geglitzert? Nein. Das ist eine sehr schöne Farbe. Hast du mich vermisst? Hab ich. Was? Hab ich. Ja. Freunde, das geht in eine gute Richtung. Wie ist es dir so ergangen die letzten Wochen, Tage? Stressig. Ich bin umgezogen. Echt? Ja. Aber du wohnst immer noch in München, oder? Was ist der Plan heute von dem heutigen Date-Video? Wie hast du es dir vorgestellt? Wie hast du es dir denn vorgestellt? Ah, warte, bevor ich es vergesse, ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Ja. Bist du bereit? Was ist das? Das ist ein WC... Was machst du denn? Das kann man noch gebrauchen, oder nicht? Hä? Und schmeißt man in die Toilette, oder? Das ist ein WC-Kasten, eine WC-Kastentablette. Wasserblau. Genau, da wird das Wasser blau. Ich hab mir halt irgendwie gedacht, ich bringe dir was mit, was du halt auch irgendwie benutzen kannst. Danke. Bitte. Freunde, ich habe mich jetzt hier gerade zurückgezogen. Ich plane gerade meinen nächsten Schachzug, okay? Ich versuche es jetzt einfach irgendwie anzufassen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen werde, aber ich krieg's hin. Bitte? Ja, gleich. Also, ich weiß gar nicht, wo ich draufdrücken soll. Es tut mir leid. Das war... Wie geht's dir sonst so? Alles... Kindern, Frau... Das Ding ist halt auch, es ist ja das zweite Date. Mhm. Und beim zweiten Date lernt man sich ja kennen, oder? Also so richtig. Ja. Also ich kann mein wahres Ich heute rauslassen. Ja. Weißt du eigentlich, was beim dritten Date passiert?
Wir fahren los. Warum fährst du ohne Handschuhe eigentlich schon wieder? Wegen meinem Tattoo. Achso, sieht gut aus. Danke. Ich habe mir den Löwen stechen lassen, weil der Löwe steht für, du bist Sternzeichen Löwe. Ich hab dir den stechen lassen, weil du eine starke Frau bist. Aber es war schon nah dran. Was bist du von Sternzeichen? Jungfrau. Ich werde jetzt was vorsingen, okay? Okay. Papa, Pokerface, Papa, Pokerface. Mama, Mama. Papa, Pokerface, Papa, Pokerface. Mama, Mama. She's got the rest of body. Das war's. Wir sind eine Runde weiter am Recall. Was ist dir wichtig an einem Mann? Gepflegte Fingernägel und gepflegte Zähne. Okay, was noch? Ehrlichkeit? Oder meinst du jetzt nur oberflächlich? Nee, also kannst sagen, was du willst. Okay, ja, genau. Auf was für einen Typ stehst du so? Eigentlich habe ich keinen bestimmt. Hätte so ein Typ jetzt braune Haare und grüne Augen, dann wären es schon mal Pluspunkte, oder? Ja. Magst du Tattoos? Ja. Magst du Männer, die Motorrad fahren? Ja. War das ein Ja? Ja. Willst du mich auch was fragen, damit wir irgendwie miteinander reden und so einen Smalltalk führen können? Ja, erzähl doch mal, was du so für die Frau magst. Also ich mag auch Frauen, die Motorräder fahren. Blond. Warum schaust du mich jetzt so an? Erzähl weiter. Blonde, tätowierte Frauen, die Motorrad fahren. Okay, welche Augenfarbe habe ich? Blau. Nee. Das ist eine Lüge, du hast blaue Augen! Nein, ich habe keine blauen Augen. Wie, du hast keine blauen Augen? Habe ich nicht. Was hast du denn für Augen? Grün-grau. Ja, das ist, ich hab eine Sehschwäche. Ich bin farbenblind. Du musst dich beeindrucken. Ich muss dich beeindrucken? Ja, mach irgendwas. Ich habe Lady Gaga für dich gesungen. Ah ja, stimmt, was willst du für mich gesungen. Was willst du denn noch? Bitte nicht nochmal. Steig bitte ab von deinem Motorrad. Wir werden jetzt tanzen miteinander. Suche aus Tango oder Walzer, was du willst. Walzer, den kann ich vielleicht noch. Oder ich kann ihn, glaube ich, doch nicht. Ich kann das nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe es noch nie gemacht. Ich glaube, es ist nur... Nee, ich kann ihn auch nicht mehr. Also man geht zurück und dann nach links, einer oder? Ja, geht zurück. Ja, irgendwie so. Und dann wieder zurück. Und dann wieder zur, okay, Seite. Du führst mich einfach. Ich kann es auch nicht mehr. Okay. Spürst du die Verbindung? Aber hast du die Connection gerade gefühlt zwischen, ja, uns beiden? Ich warte noch auf den Ring von letztens. Auf was wartest du? Du wolltest mich doch heiraten. Ich warte immer noch auf den Ring. Ich habe den Klo... ja, stimmt. Eine Klo-Tablette mitgebracht. Sowas ist doch viel individueller als so ein Ring. Ja. Ich mag sowas mehr. Blaues Wasser. Kannst du singen? Ein bisschen? Ja. Wollen wir was zusammen singen? Also was heißt ein bisschen? Es ist so, dass man nicht schreiend wegrennt, wenn ich den Mund aufmache. Warte. Schnie, schnar, schnappi, 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 schnappi. Nein, du musst von Anfang anfangen. Was? Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Komm aus Ägypten, das liegt direkt am Nil. Zuerst lag ich in einem Ei. Dann schnappte ich mich frei. Ich merke gerade selbst irgendwie... Eine gesangliche Meisterleistung. Ich habe einfach heute bei dem heutigen Date schon wieder gemerkt, dass wir einfach füreinander gemacht sind. Okay, brauchst keine anderen Dates. Wäre es zu früh, wenn ich jetzt sage, ich liebe dich? Es war ein wunderschönes Date mit dir heute. Ich habe es genossen. Ich bin ja nicht so erfahren in Dates, aber... Ich auch nicht. Wir könnten ja ein drittes Date haben irgendwann. Gut, ich beende das Video jetzt hier einfach, weil es mir zu unangenehm wird. Es war ein erfolgreicher Tag. Man kann schon sagen, wir sind uns irgendwie näher gekommen heute ein bisschen, oder? Gut. Willst du die Verabschiedung machen? Sag einfach Tschüss. Ciao.